Also ja, in Kid Noir wäre ich definitiv nur die erste Ebene machen. Komplett zwar, aber nur die erste Ebene. Weil wir müssen auf die erste Ebene runter, um mehr Wald zu finden. Redick hat nicht gesagt, dass wir mit dir plaudern müssen. Scher dich weg. Entschuldigung, ich bin im Dienst. Okay. Gut. Ja, Kanna hat auch eine schwere Verbrennung erlitten, was nicht so gut ist. Deswegen nach Goldtal rasten. Magrans Gabelung mit Kolskreden. Und dann Schwarzauen uns nochmal mit den beiden Dingern anlegen. Ja, die Sache ist die, ich muss es mir echt noch überlegen, ob ich Redrick oder Kolsk helfe, weil ich habe damals beim ersten Let's Play Kolsk geholfen. Dadurch ist Redrick zum Vampir geworden, also so eine Art Vampir. Welcome. Und nachdem ich und hat Kolsk getötet und ja. Dadurch ist Goldtal endgültig den Bach runtergegangen, weil es gar keinen Herrscher mehr hatte. So, ja, wir wollten nach Sachen gucken, noch schnell, bevor wir. Also gucken wir mal, das ist ein guter Zweihänder, den brauchen wir gerade nicht. Rüstungstechnisch für Kanna eine bessere Rüstung. Dann die Schriftrollen können noch raus. Flinke Füße Trank, den kann auch mal hier raus. Ballen könnten wir theoretisch verkaufen. Ja, Notizen und so, will ich behalten. Das sowieso. Das ist der polierte Stahlschlüssel. Gauns Anteil. Ja, erstmal kann er eine bessere Rüstung geben. Du, wenn es die Sachen geben. Kann er einen flinke Füße dran geben. So. I'm here. Dann werde ich noch schnell Zeug verkaufen. Kann ich mir vielleicht noch was Schickes davon kaufen? God's keep you. Ja, Waren sehen. So. Gegenstandstyp. Aberlästen können wir verkaufen. Die Akebuse eigentlich auch. Schilde bis auf das Metallschild. Den großen Schild behalten wir auch mal. Einen Jagdbogen. Stäbe haben wir einen guten, also können wir die verkaufen. Gute Morgensterne können wir auch verkaufen, bis auf einen. Piken. Schwerter brauchen wir eh keine. Streitkolben. Zauberstab, die Axt kann weg.
So, hier können die Beratroben mal weg. Fellrüstung. So. Hier kann alles nicht magische weg. Hier können die Fallen weg. Hier habe ich nichts zu verkaufen. Hat er vielleicht? Ja, Dietriche nehme ich. Rastvorräte brauche ich eigentlich keine. Bronzehornfigur, die den Animat beschwört, wäre nett zu haben, ist aber noch zu teuer. Ringe will ich gerade keine. Gute Sachen, Schilde. Guter mittlerer Schild. Nee, braucht man gerade auch nicht. Rapier, Säbel für Idea. Wäre ein Säbel nicht schlecht. Aber brauchen wir gerade auch nicht. Gute Armbrust auch nicht. Nee. So, dann haben wir Geld. Irgendwann werde ich zurückkehren und mir das Animathorn kaufen. Weil manchmal ist es gut, so Verstärkungssachen rufen zu können, die einem helfen, weil sie gar nicht mal schwach sind. Und ich glaube, die skalieren sogar mit meinem Level mit. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. So, Magrans Gabelung. Dann kommen wir vielleicht zum Ende dieser Aufnahmesession noch in Khet Noor an und können dann in der nächsten Aufnahmesession Khet Noor machen. So, in der Hütte hat sich Kolsk versteckt. Ah, die hilfsbereite Fremde, ich bin froh, dass du gekommen bist. Hast du Neuigkeiten für uns? Konst runde die Stirn. Merkwürdig, ich habe noch nichts aus der Burg gehört. Hattest du Erfolg? Ist Redrick tot? Ich habe mit Redrick gesprochen. Er hatte einige interessante Dinge über dich zu erzählen. Aha, Kolsk beobachtet dich im Momentwagen, da geht er vorsichtig einen Schritt zurück. Das würde er natürlich, ein Narr zumindest relativ gewiss nicht. Und er würde auch keine Gelegenheit auslassen, meine Verbündeten gegen mich aufzuwiegeln. Da wirkte sie also überzeugend, diese letzte verzweifelte Anschauung eines Mannes, der das Ende seiner grausamen Jahre vor sich stehen sah. Vor dem Krieg des Heiligen huldigte seine gesamte Familie Eotas. Jetzt aber stirbt er danach, ihren irrgeleiteten Glauben durch Ablehnung sämtlicher Gnade zu kompensieren. Was auch immer er dir erzählt hat, Redricks Verbrechen sind real. Er wird mit der Ermordung seines eigenen Volkes fortfahren, seiner Familie. Kolsk Lippen kräuseln sich. Und das soll fürstliches Benehmen sein. Nicht mal die Ehre eines verrückten Hundes hat er im Leib. Ich werde deine Worte in Betracht ziehen. Vielleicht war ich zu übereilig. Du bist eine aufrichtige Frau und bei meiner Ehre, ich werde dich gut behandeln. Wir stehen auf derselben Seite, meine Freundin. Ja, Jaco ist hier. Jaco scheint sich seit seiner Befreiung aus dem Körper gut erholt zu haben, obwohl noch ein paar verblassene blaue Flecken übrig sind. Es ist gut, dich wiederzusehen. Ich weiß nicht, ob ich dir jemals gebührend für deine Hilfe danken kann.
Angesichts all der Wölfe war es ein bisschen aufregender als gedacht, hierher zu gelangen. Kolz und die anderen aber haben mir geholfen. Ich werde schon bald wieder mitten im Getümmel sein, er lächelt strahlend. Und vielleicht kann ich mich da revanchieren, richtig? Richtig? Was ist das für ein Ort? Irgendwann hat hier wohl mal jemand gelebt, heutzutage treffen wir uns manchmal hier. Kolz sagt, der Ort war verlassen, als sie ihn fanden. So geheim ist er dann doch nicht, oder? Aber ich vermute, er ist weit genug weg von der Festung. Okay. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, was ich machen werde. Werde ich mir nochmal überlegen müssen. So, ab in die Schwarzauen. Da hatten wir noch was. Nämlich zwei freundliche Haudraufs. Also Sumpflaurer. Die hatten wir ja sogar in den Notizen. Ja, und wenn wir die geschafft haben, geht's nach Ketnua weiter. Ich meine, wir sind alle ein paar Level aufgestiegen, also ich glaube ein Level zumindest. I shall be discreet. Haben jetzt bessere Rüstung und alles an. Rüstung, Waffen und so. Hey. How may I help? Hey, do you mind? Hi? Zum Glück kann ich Alof bewegen, während das brennt. How may I? So. Duels, mach mal Verbot, dass die ein bisschen langsamer sind. Alle auf bombardieren. Göttliches Mal. Yes. Versucht ihn mal umzuwerfen. Kann er, nee, gleich nochmal neue Skelette. Stand still! Brave does he not believe? Four to come! So. Hat zwar Idee ziemlich zugesetzt. Um diese alte Knochen herum sind Bäume und Büsche gewachsen. Mit ihren Blättern verdecken sie dieses Denkmal Galloways. Also ja, das ist ein Galloway-Schrein hier oben. Und damit sind wir in den Schwarzauen auch durch und können das als erledigt kennzeichnen. Also übernommen, ja. Ja, ich habe ein etwas junger Das ist irgendwie falsch geschrieben. Ich habe Netmars jungen Akolyt Netmar gerettet und Netmar über meinen Erfolg informiert. Der Priester gab mir einen Schlüssel zum Quartier der Schreiber, über das ich die Kapelle erreichen kann, die direkt neben Redrichs Thronsaal liegt. Ich habe einige Beratroben gefunden, damit soll ich mich unter die Priester auf diesem Stockwerk mischen können. Mhm.
Ich habe mit Fürst Redrick gesprochen, der mir eine ganz andere Version der Geschichte erzählte. Er bat mich, Kols wegen dessen Plänen zum Thronraub und der Machtübernahme über Goldtal und den umgehenden Ländereien zu konfrontieren. Redrick sagte, dass Kols der als Markrans Gabelung bekannten Wildnis zu finden sei. Ich habe den Ort gefunden, an dem sich Kols und seine Verbündeten treffen. Kols wartet im Inneren. Es fällt mir zu, über sein Schicksal zu entscheiden. Ja, aber jetzt geht's erstmal nach Ketnur. Wie gesagt, Ketnur sollten wir eigentlich schaffen können, ohne rasten zu müssen. Weil wir müssen danach eh rasten, wenn wir das Tor reparieren wollen. Aber erst dann dazu, viel dazu, wenn wir dann soweit sind. Der ist nämlich noch mit Lebenspunkten gut dabei. Gut. Speichern wir mal. Das wäre jetzt Let's Play 006. 6, nicht 5, 6, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.